Thomas Berger hat momentan viel Zeit zum Nachdenken. Seit Mitte Oktober ist das Berchtesgadener Land im Lockdown, 2 Wochen länger als der Rest der Republik. Seitdem ist sein Chaletdorf in Einring verlassen. Eigentlich wäre momentan alles voll belegt. Aber von Lockdown-Verlängerung zu Lockdown-Verlängerung muss er die potenziellen Gäste immer wieder vertrösten. Wir sind wieder ab 1. Februar ausgebucht und die Leute sind zum 3. Mal schon umgebucht und freuen sich auf ihren Urlaub. Und sieht man ja wieder, was los ist. Ne? Im Stammhaus der Familie ist der Steuerberater momentan der einzige Besucher, aber der kommt dafür öfters. Überbrückungshilfe, Novemberhilfe, Dezemberhilfe. Bei der Beantragung der von der Politik vollmundig versprochenen Kompensationszahlungen blickt momentan kaum noch einer durch. Außer einem kleinen Abschlag sind bis jetzt noch keine Zahlungen bei dem Familienbetrieb eingegangen. Dann schicken sie einen Zettel mit Dollar und dann kann man den Antrag nicht mehr ausfüllen. Und dann hat man ausgefüllt. 5 Tage später kommt wieder nein, hier kommt kein Geld, weil die EU dagegen ist. Also ehrlich gesagt, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass sich ein Rechtsstaat wie Deutschland das erlauben kann. Und wenn solche Förderungen, die wirklich versprochen worden sind, offensichtlich und wo man sich auf das Wort eines Finanzministers, eines Wirtschaftsministers verlassen hat, dann doch nicht kommen, wäre das für mich als Jungunternehmer eine riesengroße Enttäuschung und natürlich auch betriebswirtschaftlich gesehen eine Katastrophe. Für große Verwirrung sorgt jetzt auch noch das Kleingedruckte, das die Regierung nachgeschoben hat. Damit die Hilfen EU-konform sind, müssen Unternehmer ungedeckte Fixkosten, also tatsächliche Verluste und nicht nur Umsatzeinbußen nachweisen. Die nachträglichen Änderungen der Rahmenbedingungen bringen betroffene Betriebe in eine schwierige Lage und ihre Steuerberater gleich mit. Hier befinden wir uns in einer Zwickmühle. Hätten wir nämlich das davor schon gewusst, hätten wir den Antrag jetzt gar nicht gestellt. Jetzt läuft der Antrag und man kommt jetzt halt auch nicht mehr so schnell aus der ganzen Sache raus. Und wenn es jetzt dann wieder dazu kommen sollte, Gelder zurückzuzahlen, dann stehen die ja wirklich mit leeren Taschen da. Thomas Berger ist dem Staat dankbar für Hilfen, aber er will sich nicht darauf verlassen. Um flüssig zu bleiben, musste er das ehemalige Café von Maria Hellwig verkaufen, obwohl er ihr versprochen hatte, es für immer zu behalten. Der Steuerberater empfiehlt der Familie jedenfalls, Hilfsgelder nicht auszugeben, weil unklar ist, wie viel sie davon wirklich behalten darf. Die Hoffnungen von Thomas und Hansi Berger richten sich also weniger auf staatliche Hilfen als vielmehr auf ein baldiges Ende des Lockdowns.